Du lernst im Kontakt mit anderen Menschen, dich selber wahrzunehmen, deine Gefühle im Körper zu spüren und auch lernen, hindurchzuschauen. Durch den anderen Menschen durchschauen und dich selber dabei wahrnehmen. Dich einfach dafür zu öffnen, für dein Bewusstsein, dass du mehr bist, als du über dich denkst. Und dass die Probleme, die du hast und deine Ängste, die du hast, aus einer Art Vorstellung kommen von deinem Leben. Dass du meinst, das hat ja den und den Grund. Oder weil die Menschen so und so sind. Und dann, damit bist du schon im Verstand. Dann fängst du schon an, über dein Leben nachzudenken. Dann bist du eigentlich schon nicht mehr wirklich offen. Nimmst deine Gefühle eigentlich nicht mehr richtig wahr. Das Problem ist, dass wir über uns nachdenken, dass wir über andere Menschen nachdenken. Auch Erklärungen haben, warum dies jetzt so ist und warum der so ist und warum ich das so fühle oder der und die hat das in mir ausgelöst. All das ist noch ein Denken. Wenn du lernst, deine Gefühle zu fühlen, im Körper, im Bauch- und Brustraum, die Befindlichkeit dahinter, hinter deinen Emotionen, was ist hinter deiner Angst, hinter deinem Schmerz, dieser Traurigkeit, was ist hinter deinem Ärger, dann fängst du an zu ahnen, wie groß der Raum eigentlich um dich wirklich ist. Dass du viel mehr bist als diese ganzen Gedanken. Und dass die eigentliche Blockade, den Block, den du fühlst in deinem Leben, damit zu tun hast, dass du deine Körperempfindungen, deine wirklichen Gefühle im Körper nicht richtig fühlst, nicht hineinatmest, sondern dass du diesen künstlichen Gedanken folgst. Dass diese Gedanken den nie Ruhe lassen, die lassen dich nie in Ruhe. Die machen immer weiter. Die hören nie auf, dir irgendwelche Geschichten zu erzählen. Deswegen fühlst du dich so draußen, deswegen fühlst du dich dann so auch unverbunden, dass du einfach gar keine Lust mehr hast auf Kontakte. Weil du müde bist, so eine bestimmte Rolle immer zu erfüllen. Und wenn du an so einem Punkt bist, merkst du, hast keine Lust mehr, dann spür doch mal genau hin, was hast du eigentlich keine Lust? Was fühlst du? Inwieweit kannst du mit dir sein? Wer bist du eigentlich? In Kontakt mit anderen. Was möchtest du nicht von dir zeigen? Wovor hast du Angst, was andere sehen können, was andere über dich denken können? Und damit bist du schon bei dir. Das löst Gefühle in dir aus. Wenn du dich mit anderen Leuten unterhältst, dich spüren, atme, fühl deine Füße am Boden, fühl deinen gesamten Körper, atme in dich hinein, bewusst, durch den Mund, durch den offenen Mund. Das ist manchmal sehr, sehr gut. Wir halten oft die Luft an, mit offenem Mund so ein bisschen vor anderen noch zu stehen. Sieht ein bisschen doof aus, aber einfach mal bewusst, immer so einen Moment, bewusst zu atmen in dein Herz, in die Mitte deiner Brust, in dieses Energiezentrum. Pausen zu machen, den anderen anzuschauen. Oft wirst du dann an Sachen kommen, wo du merkst, dass dein Gegenüber vielleicht gar nicht richtig da ist. Dass du vielleicht das Gefühl hast, dass da eine Distanz oder so ein neben den Worten ist immer so ein weit weg sein, so ein sich gar nicht richtig fühlen. Das ist wunderbar. Wenn du da schon bist, dann entsteht was zwischen diesen Herzen, die sich unterhalten. Da gibt es einmal den Kopf, die Worte, die Sprache und dann gibt es diesen Energiekörper zwischen
dir und der Welt. Und wenn du da dann schon langsam reingleitest, wenn du den langsam anfängst wieder wahrzunehmen, dann fängt etwas an, in dir ruhiger zu werden. Dann merkst du, dass du eigentlich mehr bist als deine Gedanken, dass du mehr bist als diese Emotionen, die deine Gedanken immer dir in deinem Körper auslösen. Es wird etwas realer. Wünschst du dir das? Wünschst du dir das? Es ist dein Recht. Es ist dein Geburts- und Lebensrecht. Mehr als eine Maschine zu sein. Mehr als ein ferngesteuerter Roboter. Wie lange willst du noch warten? Bis du in der Kiste liegst oder bis irgendwas ganz Schlimmes passiert ist, bis der nächste mal wieder gestorben ist und du wieder über dein Leben dann nachdenkst und denkst, oh ja, ich werde jetzt was ändern. Ich muss was ändern, ich werde jetzt was ändern. Nein, um Gottes Willen, meine Güte, was mache ich die ganze Zeit eigentlich mit meinem Leben? Was mache ich nur? Ich muss was ändern. Du wirst überhaupt nichts ändern. Für manche Menschen ist es ein heilsames Erwachen, aber warte nicht darauf. Darauf kommt es nicht an. Jetzt.